Ja, das Gewitter im Kopf-Video, oder noch? Das machen wir noch und dann gehe ich in Rust rein, Leute. Ich habe übertrieben Bock. Ich weiß schon, worum es geht, by the way. Und war auch immer für mich da, egal in welcher Situation. Ja. Und jetzt meide ich diesen Raum bewusst, denn dieser liebevolle, herzliche und tolle, großartige, bewundernswerte Mensch ist leider nicht mehr da. Ja, ich weiß ja schon, worum es geht. Es geht ja um seinen verstorbenen Opa tatsächlich. Er hat mir dazu auch angeschrieben und so. Ich glaube, am Sonntag kommt diese Single. Ich kriege auch noch irgendwie was zugeschickt. Ich support das auf jeden Fall. Ich habe vor 3 Jahren, ja, so ungefähr vor 3,5 Jahre jetzt meine Oma verloren. Sehr schmerzlich, weil meine Oma und ich waren immer so. Immer bei ihr übernachtet und so. Sie hatte 2 Katzen. Ich habe Katzen gehasst. Aber bin immer wegen meiner Oma dahin. Das war sehr, 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 sehr tragisch, sehr schlimm, weil sie eine lange Zeit eine Leidensgeschichte im Krankenhaus hatte und so. Und ich habe auch mit Tim direkt nach dem Tod seines Opas mit ihm geschrieben, habe ihm da ein bisschen Mut zugesprochen. Das ist sehr schwer, einen Menschen zu verlieren. No joke, das ist immer wirklich extrem, extrem, ja, extrem schmerzhaft und dauert wirklich seine Zeit. Aber im Endeffekt ist das leider der Weg des Lebens, den jeder Mensch irgendwann gehen muss. Und gerade im Alter eines Menschen ist es dann oft so, dass, ja, dass das leider Gottes die Natur ist, dass man irgendwann verstirbt, ne? Noah, danke schön, Bro. Grüße. Ja, was soll ich sagen? Ich spreche an der Stelle nochmal ein dickes Beileid für alle verstorbenen Familienmitglieder hier im Chat aus und natürlich auch an Tim. Und auch nochmal Kuss an meine Oma und meinen Opa da oben. Ich hoffe, euch geht's besser. Und ich weiß ja schon ein bisschen, was uns hier erwartet. Ein Song nämlich, glaube ich, aber ich schaue erstmal rein. Wie schmecken dir denn die Kekse, Opa? Lecker? Lecker, prima. Leute, die Kekse sind gut geworden. Ich bin so gespannt, was du sagst. Ich glaube, du Ach freust dich Mann, das auch ist richtig. so. Soll ich dir die Schere geben? Nein, ich mach dir ganz langsam. Ah, Digga. Hey Freunde, ich befinde mich in einem Raum, der für mich, ja, den ich seit Ewigkeit gefühlt nicht mehr betreten habe. Eigentlich ist es keine Ewigkeit, für mich kommt es allerdings wie eine Ewigkeit vor. Mir kommt es allerdings wie eine Ewigkeit vor, weil ich früher eigentlich jeden Tag hier war und Oh Mann, Digga. hier meine Zeit verbracht Das habe, tut mir in so dieser krank Wohnung. Ich bin leid. nämlich gerade bei meiner Oma und Das ist halt immer schlimm, wenn noch ein Mitglied der Familie übrig bleibt, ne? das hängt damit zusammen, weil dieser Raum einer Person, ich sag jetzt mal, gehörte oder eine Person sich immer aufgehalten hat. Der Raum, in dem ich gerade bin, der hat früher einem ganz besonderen Menschen gehört und dieser Mensch war meine Opa. Ich habe früher mit ihm Fußball geschaut. Wir haben immer zusammen Weihnachten gefeiert. Ich war immer hier, um mit ihm zu reden. Konnte mit ihm immer über viele verschiedene Dinge reden. Mein Opa wusste immer alles und war quasi das Familienoberhaupt in meiner Familie. Er hatte immer ein offenes Ohr für mich. Und war auch immer für mich da, egal in welcher Situation. Ja. Und jetzt meide ich diesen Raum bewusst, denn dieser liebevolle, herzliche und Ach man. tolle, großartige, Hey, können wir mal eine Big Heartwave in den Chat bewundernswerte haben? Mensch ist leider nicht mehr da. Es tut mir wirklich geistkrank leid, sowas zu sehen, ne? Von meinem besten Freund ist jetzt auch der Urgroßvater verstorben. Es ist, ja, es ist immer wieder schrecklich, auch wenn man sich fast schon daran gewöhnen muss, dass es normal ist. Es ist immer wieder schwer, einen Menschen zu verlieren, den man liebt. Ich finde das aber sehr stark von ihm, dass er sich das hier so offen zutraut und die Gefühle da zeigt und alles und. Ein Mensch, der mir alles bedeutet hat. Sorry, wenn ich an der Stelle ein paar Mal schneiden muss, aber ich versuche
mich eigenermaßen zusammenzureißen. Nur ihr merkt, es ist ein sehr emotionales und wichtiges Thema für mich. Und für mich war mein Opa immer wie ein Superheld. Ich habe ihn bewundert, ich habe zu ihm aufgesehen. War bei mir genauso. Und für mich, ein Opa hat nochmal eine ganz andere Bindung als ein Vater. Also klar, einen Vater liebt man über alles und sowas. Aber der Vater deines Vaters ist nochmal ein ganz besonderer Mensch für dich irgendwie, weißt du? Das ist jemand, den man, ja, weiß ich nicht, den man einfach nur lieben kann. Den man halt so sehr in sein Herz geschlossen hat, weil der diese Weisheit, dieses Alter schon hat und sowas. Wisst ihr, was ich meine? War er einfach eine der wichtigsten Personen in meinem Leben. Oh, war immer der Anker in dem Leben von meiner Oma, der Anker in dem Leben von uns allen. Mhm. Und, das ist halt schwierig, wenn es halt gerade so einen Menschen trifft, der halt, wie gesagt, so in der Familie wirklich ein wichtiges, ja, wie er schon gesagt hat, fast schon Oberhaupt ist, ne? Ja. War immer so der Mensch, an dem man sich, der einem so Sicherheit gegeben hat und einem immer so einen sicheren Hafen gegeben habe, wenn man mal irgendwelche Probleme hatte, an die man sich wenden konnte. Immer einen guten Ratschlag und immer einen guten Ratschlag auf den Lippen hatte. Den man genau wusste, wie er ihn aufmuntern kann. Und viele Obers haben auch so eine Lebensfreude halt mit sich gebracht. Diese Tatsache anzunehmen, dass dieser Mensch auf einmal nicht mehr für einen da ist, ist unvorstellbar. Und wie man sieht, habe ich das bis jetzt auch immer noch nicht verkraftet. Einige von euch wissen, dass Jan und ich bereits zwei Songs rausgebracht haben. Hm. Und diese zwei Songs haben mich damals ich übrigens sehr guten zur Weg. Liebe zur Musik geführt. Und die Musik hat mir einen Ort gegeben, vor allem auch in der Zeit, wo mein Opa jetzt gestorben ist, in dem find ich meine Emotionen so verarbeiten konnte. In dem Weil ich meine Musik Gefühle ist echt ein gutes konnte. Mittel, um sowas zu verarbeiten, und, to be honest. Mir geholfen hat, das alles zu verarbeiten und mir immer noch hilft, das alles zu verarbeiten. Und in diesen beiden Songs habe ich einfach gemerkt und gelernt, dass Musik einfach ein riesiger Teil und Bestandteil von meinem Leben ist, den ich mir so nicht mehr wegdenken kann. Und so wollte ich auch. Ich habe meine Opa nicht kennengelernt, das tut mir sehr leid für dich. Indem ich einfach mal alles aufschreibe, was er mir bedeutet. Und finde ich so süß, no joke, das zeigt halt wirklich die Liebe und die Verbundenheit, die er zu seinem Großvater halt quasi hat. Das ist wirklich sehr, sehr besonders. Mein Opa war das Familienoberhaupt von uns und war halt von der Legende in unserer Stadt. Eine Legende. Und jeder kannte meinen Opa, er war bekannt wie ein Bulldog und jeder hat meinen Opa gemocht. Er war ein Mensch. Ach Mann, er sieht so lieb aus. Der von jenen gemocht wurde und sehr viele Freunde hatte. Und so kam es mit der Musik auch dazu, dass ich eben auch für meinen Opa einen Song geschrieben habe. Aber dann muss es mal so sehen, man muss es halt auch so sehen, wenn er ja wirklich dann in der Stadt bekannt gewesen ist und er hatte viele Freunde und so und er hatte ein gutes Leben, dann scheint sein Leben sehr erfüllt gewesen zu sein. Und immerhin kann man diesen Hintergedanken so ein bisschen mitnehmen, ne? Dass das Leben des Menschen, den man so sehr vermisst, ein gutes Leben und ein lebenswertes Leben gewesen ist. Wisst ihr, was ich meine? Indem ich einmal ausdrücken kann, was er mir eigentlich bedeutet und wie wichtig er mir eigentlich ist. Und einfach mal ausdrücken kann, was ich empfinde und was ich mit ihm verbinde. Und mich einfach mal bei ihm bedanken wollte. Diesen Song habe ich geschrieben. Allerdings konnte er ihn nicht mehr hören. Es war leider zu spät. Und das hat uns dann dazu veranlasst, zu überlegen, was macht man mit diesem Song jetzt, nachdem mein Opa ihn nicht mehr hören konnte. Dieser Song ist für mich und meine Familie einfach ein Erinnerungsstück und dieser Song bedeutet meiner Familie und mir so viel. Das macht jedes Mal, wenn wir diesen Song hören, denken wir an meinen Opa. Er beschreibt ihn perfekt, er beschreibt das Leben von ihm, er beschreibt sein Verhalten, er beschreibt seinen Charakter. Aber das ist ja auch wieder eine schöne Sache an sich, wenn man halt die Möglichkeit hat, das dann irgendwie in so einer Erinnerung, in so einer Kunst dann irgendwie zu speichern halt. Wisst ihr, was ich meine? Das ist halt auch ein Ding, was nicht, ja, so selten ist, also das ist halt auch eine schöne, wisst ihr, was ich meine, weil man halt diese ganzen Erinnerungen, dann hat man was handfest, man hat was draus gemacht, versteht ihr, was ich meine? So, man hat irgendwie noch was, man hat selber damit verarbeiten können, Abschied genommen, man hat trotzdem diese Erinnerungen. Und er zeigt, was für ein toller Mensch er war. Da ich ihm den Song leider nicht zeigen konnte, haben wir uns mit der Familie halt überlegt, was kann man machen und haben uns nun dazu entschlossen, diesen Song zu veröffentlichen. Finde ich gut. Diesen Song werde ich nicht auf Gewitter im Kopf veröffentlichen, weil ich finde, dass Gewitter im Kopf ein Kanal ist,
der nur für Jan und mich ist. Der Gewitter im Kopf sind Jan und ich und nicht nur ich. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, einen neuen Kanal aufzumachen, wo dieser Song veröffentlicht wird. Das wird am Donnerstag geschehen. Und zwar um 0 Uhr. Für alle, die sich dafür interessieren und die ganze Sache unterstützen möchten, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr vielleicht bei dem Kanal vorbeischaut. Vielleicht spreche ich ja mit dem Song einigen auch aus der Seele, die sowas durchgemacht haben. Ich danke euch für alles. Sehr, sehr gut. Für alle, die die letzten Tage schon gemerkt haben, dass irgendwas bei mir nicht okay ist, dass irgendwas nicht stimmt, mir geschrieben haben, sich nach mir Na, sowas erkundigt haben. versteckt man nicht. Und auch all meine Freunde, die für mich da sind in dieser schwierigen Zeit Ey. und mir Beileid bekundet haben und sich nach mir erkundigt haben, sich um mich gekümmert haben oder immer noch kümmern. Und danke, dass ihr bis hierhin zugeschaut habt. Danke für alles, danke für euren bisherigen Support. Ich weiß, auf euch kann ich zählen. Dankeschön. Und ich nehme dieses Video genau heute auf, weil heute eigentlich sein Geburtstag gewesen wäre. Und deswegen habe ich mir gedacht, dass heute eigentlich für die Ankündigung von dem Song ein ganz guter Zeitpunkt wäre. Okay, schwieriges Ding, wirklich schwierig, schwierig, schwierig. Aber wie gesagt, ja, es ist nie leicht, jemanden zu verlieren, den man liebt, ne? Ich wünsche dir nach wie vor alles Gute, und weiterhin meine tiefsten Betrauerbekundungen. Es ist super beschissen, es tut mir wirklich leid. Aber auch du, Tim, wirst darüber hinwegkommen und du hast jetzt was Schönes geschaffen und das ist das Beste, was du für deinen Opa tun kannst. Ich bin gespannt auf den Song, definitiv, ja.